Da geht's weiter bei Uncharted Drakes Schicksal. Wir waren immer noch zusammen mit Sully auf der Suche nach, nach Francis Drakes auf, oder wie soll ich das sagen? Wir sind momentan noch auf Francis Drakes Spuren und sind hier dann an einen Ort gekommen, wo komische Säulen oder Steingebilde stehen und müssen jetzt etwas finden, um weiterzukommen. Also das sieht irgendwie verdächtig aus, würde ich mal schätzen. Was zum... Hört ihr das? Hört sich nicht nach festem Boden an. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen auf Klettertour. Ja, das Spiel ist ja so ähnlich wie Tomb Raider in männlich und besser, finde ich persönlich. Und obwohl bei Tomb Raider mehr das Klettern immer im Vordergrund stand und auch fordernder ist, besonders bei Underworld, da ist das Klettern wirklich fordernd. Hast gefunden? Was aber bis jetzt nicht. Was aber vielleicht eher an der ziemlich schlechten Kamera liegt. Wow. Pass auf da oben! Oh. Erster Schockmoment hier. Gibt's da nicht. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Das haben wir auch schon bemerkt. Jetzt geh du mal gucken, Sully. Na? Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Genau, und mit blanker Gewalt, mit den blanken Fäusten wird das wohl kaum gehen. Deswegen haben wir denn hier irgendwas, was uns... Oh. Ich verstehe es nicht. Ich gehe einfach mal zu dem dicken Stein, der hat bestimmt nichts damit zu tun. Wow. Okay. Ja, das war schon immer so ein Markenzeichen von Uncharted. Bei den Klettereien, die lassen die Klettereien eigentlich nie wirklich langweilig werden, weil immer bricht irgendwas unter euch zusammen oder Drake kann sich in letzter Sekunde noch retten. Wer die Nachfolge kennt, weiß, dass das fast jedes Mal passiert, wenn ihr klettert und alles so filmisch inszeniert ist. Das ist hier jetzt mit der Action, hält sich das im ersten Teil noch in Grenzen mit dieser inszenierten What the fuck Action. Ah, okay, und wir können hier auch was machen am Stein. Schieb! Gut gemacht, Kleiner. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Wuhu! Ja, und in den Uncharted-Spielen gibt es auch überall Schätze zu finden in der ganzen Welt. Hier in dem Teil sind es 60 plus eine sonderbare Reliquie sozusagen. Das ist so ein Bonusschatz, der wird aber mitgezählt, deswegen sind es eigentlich 61. Die gibt es bei den anderen zwei Spielen auch. Da sind es dann aber jeweils 101 Schatz. Und die habe ich schon alle, deswegen brauche ich mich hier nicht umzugucken. Weil sie sind alle weg. Hier lag nämlich auch, glaube ich, irgendwo einer oben auf dem... Oder würde auf hier oben irgendwo liegen. Ich glaube, da... liegt, glaube ich, einer, wenn man den wenn die Schätze noch nicht hat. Aber ich habe alle und deswegen brauche ich mir keinen Kopf zu machen und muss nicht so wie bei God of War ungefähr alle zwei Minuten in irgendwelche Ecken gucken, um Kisten zu finden. Ja, die Taschenlampen, das wäre keine schlechte Idee. Oh, denn es wird, es wird langsam dunkel. Typisch Tomb Raider, aber was auch noch unglaublich Parallelen hat, und da haben sich die Entwickler ja auch schon drauf bezogen, dass sie sich da inspiriert haben, sind die Indiana Jones Filme. Müsst ihr mal gucken, ey. Besonders jetzt beim dritten Teil. Da gibt es so einige Szenen. Und letztens lief auch wieder Indiana Jones im Fernsehen und die habe ich mir dann auch so ein bisschen angeguckt. Und was da für Parallelen manchmal sind, ist unglaublich, ey. Oh. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja. Wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Ah. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und... ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden.
Vielleicht werden wir das ja sogar. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Ja, wie wir gehört haben, der Sully ist eigentlich nur dabei, damit wir den Schatz und das Gold und was auch immer hier versteckt sein soll, finden, damit er seine Schulden bezahlen kann, denn er ist ziemlich am Ende, sagen wir mal, aber dennoch Drakes bester Weggefährte und bester Kumpel. Und Drake ist auch eigentlich einer der coolsten Videospielcharaktere, die es gibt, weil er hat manchmal so geile Sprüche drauf, das ist echt lustig. So, und wie kommen wir jetzt hier rüber? Weil hier, tief. Kein Witz, oder? Nee, kein Witz. Das ist wirklich tief. Und wenn wir da runterfahren, sind wir Matsch. Deswegen würde ich sagen, wir bauen uns eine improvisierte Brücke. Warum ich mich jetzt hier verstecke, weiß ich nicht. Einfach so. Denn, oh mein Gott, was für ein Zufall. Hier steht eine komische Statue und daneben ein explosives Fass. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Passt. Nein! Und ich spring trotzdem in den Tod. Oh nein. Verdammt. Ja, das ist nie passiert. Schnell dich einfach raus. Nee. Okay, dann halt nochmal. Kabum. So. Verdammt. Naja. So. Okay, wir sind drüben. Das hätten wir schon mal geschafft. Die Rücksichtspunkte sind ja ziemlich fair, deswegen ist das alles kein Ding. Hm. Recht unheimlich hier. Also ich hätte keine Lust drauf, durch so eine dunkle Ruine zu wandern. Sully, kommst du mal? Wir brauchen deine Hilfe für die Tür. Wir müssen die nämlich hier aufziehen. So. Entweder hältst du auf oder du schiebst was drunter. Hier, lass mich mal. Ja, mach du mal. Zeig mir mal, du kannst, starker Mann. Okay. Gut, ich geh durch. Ja, und ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Ja, das müssen wir machen. Und zwar mit diesem Ding hier. Was wir einfach da drunter schieben. Geil, wie sich die Räder bewegen. Ah. Okay, lass los. Das müsste halten. Beeilung. Mach schnell, Sully! Das war knapp. Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Ja, wäre besser, sonst kommen wir hier nämlich nicht mehr raus. Und das ist das Problem. So, und jetzt haben wir hier wieder so ein komisches Gebilde. Ha. Und Bretter versperren uns den Weg. Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, und so werden teilweise die Rätsel gelöst, die von vornherein nicht wirklich schwer sind, aber, Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Man muss sich dann immer Hilfe durch das Tagebuch, was er dabei führt, holen. Und es gibt dann immer den entscheidenden Hinweis. Und wir haben gerade erfahren, dass es eine Fackel ist. Und da Sully ein starker Raucher ist, hat er immer ein Feuerzeug oder eine Zigarre dabei und deswegen ist das hier ja kein Ding. Oder auch Streichhölzer, wie man gerade sieht. Badabing. So, jetzt haben wir Licht gemacht. Und jetzt? Jetzt müssen wir die Bretter irgendwie beiseite räumen. Aber das ist ja kein Ding. Denn da gibt es einen einfachen Trick. Wir müssen den Schrank irgendwie wegräumen. Und zack. Cool. Ich weiß nicht, wie man das gerade gesehen hat, aber da ist ein Funken runtergefallen, der das alles angezündet hat. Und direkt auch wieder gelöscht hat. Ist ja klar, trockenes Holz, das löscht sich ja eh von selbst. Und jetzt? Nach kurzer Zeit. So. Jetzt dürfen wir wieder klettern. Wir müssen nämlich nach da unten. Wenn wir einfach springen, sterben wir. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns mal um. Und diese Steine sehen doch eigentlich ziemlich gut aus zum Klettern. Zack. Juhu, auch wenn nicht jeder hält. Deswegen sollte man aufpassen und vor allen Dingen auch an die richtigen Steine springen. Ach, nee. Okay. Man sollte nicht allzu große Lücken lassen. Deswegen gehe ich mal hier unten lang. Da kann man sich besser festhalten. So. Darüber. Und da hoch. Okay, wir müssen bis zu dieser Liane, oder beziehungsweise diesem Ast. Zack, da können wir nämlich dann runterrutschen und uns fallen lassen. Schön. Ja, was mich damals, als ich das Spiel neu hatte oder das erste Mal gesehen habe, so beeindruckt hat, war die Darstellung von Wasser, weil das Wasser sieht erstmal richtig gut aus. Und das zweite ist, wenn man da jetzt so durchrollt oder so. Okay, das ist hier irgendwie ein schlechtes Beispiel, weil hier passiert es irgendwie nicht. Komisch. Verdammt, blöder Vorführeffekt. Aber vielleicht sieht man es da unten an der Hose. Die Hose ist nass. Das glänzt so ein bisschen und ist ein bisschen dunkler.
Naja, bei tiefem Wasser sieht man das auf jeden Fall. Wenn man sich da durchrollt, ist auch der Pulli nass und alles andere. Ja, jetzt sind die Arme nass. Da, seht ihr? Ah, ist ein bisschen komisch hier. Warum das hier jetzt nicht so klappt? Egal. So, aber wir müssen dem Sully jetzt einen Weg machen, weil der kann das nicht, was wir können. Versuch doch mal irgendwie diesen ganzen Mist wegzuräumen. Obwohl das ja komisch ist, weil wenn man im zweiten und dritten Teil den Multiplayer spielt und dann Sully spielt, kann er das alles. Naja, ist halt nur eine Multiplayer-Figur. Okay, wir räumen den ganzen Mist mal beiseite. Und jetzt solltest du da runterkommen, Kumpel. Also beeil dich mal, wir haben nicht ewig Zeit. Okay, welch Zufall, dass da eine Leiter ist. Aber gut. So, dann komm mal mit, Sully. Wir brauchen wieder mal deine Hilfe bei der Fackel. Ja, ich hab schon gesehen, du brauchst mir L2 nicht anzuzeigen. Klappe zu, Affe tot. Okay, aber wir müssen jetzt weitergehen. Und ich weiß noch, beim ersten Mal durchspielen hatte ich ja voll Schiss, dass hier irgendwelche Gegner kommen. Aber dann ist mir in den Sinn gekommen, wie sollen die Gegner hier reinkommen? Bin ich die ganze Zeit immer nur so von Deckung zu Deckung so geguckt. Und dann zur nächsten Deckung. Und wieder zur nächsten. Und überhaupt. Ja, ich finde das Deckungssystem aber echt cool. Das ist in den nächsten Teilen noch besser. Also es funktioniert noch geschmeidiger, sag ich mal. Und ja. Das ist das, was mir bei Assassin's Creed zum Beispiel wirklich fehlt. Ein Deckungssystem. Ich meine, er kann nicht wirklich schießen oder so, aber dafür brauche ich das Deckungssystem auch gar nicht, sondern eher für Verfolgungsmissionen, weil in den neuen Teilen wie Brotherhood oder Revelations muss man das relativ oft machen und das ist immer so kacke, wenn man sich dann nur an Bänken verstecken kann oder in so Heuhaufen oder so hinter einer Wand stellen muss, anstatt man einfach sowas machen könnte, damit es ein bisschen geschmeidiger ist und besser von der Hand geht. Nein. Naja, egal. Ich weiß nicht was. Okay, das sieht nach Rätsel aus. Und das ist es auch. Aber die Rätsel hier in Uncharted, die finde ich mal gar nicht so schlimm. Die mag ich sogar teilweise, weil sie ziemlich einfach sind. Und ich habe nichts gegen einfache Rätsel, die man sofort durchschauen kann. Was man hier auch tut. Sobald man sich ein bisschen Überblick verschafft hat. Wir sehen, hier ist irgendwas im Boden. Macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Genau. Aber welche Zeichen er meint, ist unklar. Obwohl, er meinte diese hier, die hier auf den Dingern drauf sind. Da seht ihr. Und da können wir auch wieder was lesen zu. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Genau. Und das können wir uns jetzt immer bei Bedarf angucken. Die 1 ist dieses komische Symbol da oben links. Das müssen wir nämlich zuerst finden. Allerdings nicht hier auf dem Boden, weil wir hier nichts machen können. Sondern wir müssen nach oben, weil da Schalter sind, die wir aktivieren müssen. Und da brauchen wir dann dieses Zeichen. Das nicht das ist, sondern das da hinten. Ja, da ist immer so ein komisches Pyramidending drunter. Oder so ein Tempelzeichen. Davon sollte man sich nicht verwirren lassen. Das ist auf jeden Fall unser erstes Zeichen und das werden wir dann mal aktivieren. Hey, da passiert was! Und es hat was gebracht. So. Also einfach nur die Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken. So, das Komische ist dieser Typ mit Flügeln auf dem Rücken. Und im Stab in der Hand. Da war das komische Gesicht. Das heißt, es muss irgendwo da drüben sein. Deswegen gehen wir mal da schnell hin. Um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Nee, das ist es nicht. Dann muss es hier sein. Wow, okay. Gut, dass er sich gerade noch festgehalten hat. So. Ja, und das ist er. So, okay. Aber ich würde jetzt vorschlagen, die letzten beiden Zeichen machen wir dann im nächsten Teil, denn wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit und ja, dann werden wir sehen, was passiert, wenn wir alle Säulen rausgefahren haben. Deswegen würde ich sagen, das war's für Uncharted, Drakes Schicksal und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann!